zurück in Whitechapel und jetzt weiß ich, wie ich die Leute heilen kann. Ich musste nicht irgendwie jetzt noch in einer höheren Stufe sein, sondern ich habe jetzt einmal mal in einem Steam-Diskussionsforum geguckt, weil ich mir sicher war, irgendjemand wird sich auch die Frage gestellt haben, wie kann ich die denn jetzt gescheit heilen? Und das geht, für, falls ihr das Spiel selbst habt, mit dem Gamepad, wenn ihr R2-Taste gedrückt haltet, wegen der medizinischen Untersuchung, dann müsst ihr R1 drücken. Steht natürlich nirgends oben rechts und auch in keiner Hilfe im Spiel. Und von daher kam ich da nicht drauf. Aber man muss mit den Leuten auch sprechen und dann kann man das entsprechend auswählen. So, wir behandeln sie. So, jetzt haben wir sie geheilt. Vielleicht öffnet sie sich uns jetzt. Nein. Nicht so, zumindest. Wäre aber halt auch gut, ne? Wenn dann die Sympathie dadurch steigen würde. Aber sie ist halt misstrauisch, was natürlich in der Natur ihres Jobs auch irgendwo liegt. So, er ist gesund, den brauchen wir nicht heilen. Dann gehen wir erstmal zu Petrescu und wenn wir den Reporter das nächste Mal begegnen, dann werden wir ihn auch von seiner Erschöpfung befreien. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier in der Hauptstory weiter durchkommen. Mr. Petrescu, just one minute, please. You again. Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing. Doch, das sind sie, hat er gesagt. Nicht tun sie. You know what we have to sacrifice. Kurze Korrektur. I have to admit, your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. So, da sind wir drin in Darius Petrescus Haus. Wir können nicht mit Dorothea sprechen. Gucken wir uns kurz mal um. Hier lag jetzt noch etwas. Das nehmen wir natürlich mit. So, wenn wir irgendwo eingeladen werden, da liegen Schillinge, nehmen wir sie einfach mit. Geralt hat uns das in The Witcher vorgemacht. Man kann uns also keinen Vorwurf machen. Neues Sammelobjekt. Die vorzeitige Figur des Vrikolakas. Während ich bei meinen zahlreichen Reisen nach Spuren von Vampiren suchte, haben mich wohl am meisten meine Entdeckungen auf den Inseln im Mittelmeer verblüfft. Die lebhaftesten Erinnerungen habe ich an die Insel Santorin. Herodot persönlich beschreibt die Insel in seinem vierten Buch. Ich bin überzeugt, dass es in diesem Teil der Erde noch viele Geheimnisse zu entdecken gibt. Noch heute wird Santorin von manchen als Ort mit der größten Vampirdichte bezeichnet. Weit mehr als in den Karpaten sollen hier leben. Das heißt, die Bewohner der Insel seien Spezialisten in der Vampirjagd oder der Jagd auf Vrikolakas, wie sie hier genannt werden. Laut der örtlichen Mythen sind Vrikolakas tote Personen, die nicht verwesen und die eine zinnoberrote Gesichtsfarbe behalten, solange sie frisches Blut trinken. Sie dürfen kein Haus betreten, ohne anzuklopfen und eine Antwort zu erhalten. Knoblauch schlägt sie in die Flucht. Die Sonne vernichtet sie nicht, aber schwärzt ihre Haut. Sie können sich in Wölfe oder andere Tiere verwandeln. Was mich am meisten überraschte, war, dass vom Mittelmeer bis Balkan mit kleinen Abweichungen überall derselbe Name für sie verwendet wird. Die Griechen sagen Vrikolakas, die Bulgaren und Makedonier Varkolak oder Varkolak und die Serben sagen Vukodlak. Ja, Vukodlak klingt fast wie die bei uns wohlbekannte Bezeichnung Vulkod, meine lieben Brüder. Ein Schauer läuft mir über den Rücken, während ich diese wenigen Worte schreibe. Ich glaube fest daran, dass wir es hier mit einer Art Urvampir zu tun haben. Vielleicht sind sie das fehlende Bindeglied zwischen den modernen Vampiren und den früheren Kreaturen. So Gott will, kehre ich eines Tages nach Santorin zurück und finde die Spuren dieser vorzeitlichen und vergessenen Figuren. Aus dem Brunnen des Wissens trinken von Usher Talltree, Primas von St. Paulus. Interessant. Und schon haben wir hier eine kleine Geschichtsforschung der Vampire. Was mich wieder analog zu dem Gedanken bringt an den Roman von Elisabeth Kostova, Der Historiker. Wenn ihr einen guten Vampirroman lesen wollt, der fernab der Klischees ist, oder sagen wir mal fernab moderner Teenie-Trash-Vampir-Romanzen, dann seid ihr mit Elisabeth Kostovas Der Historiker sehr gut bedient. Ist ein dicker Schinken,
Aber er lohnt sich. Also er ist richtig gut, der Roman. Elisabeth Kostova. Kostova. So, wir plündern erstmal alles, weil du mich jetzt hier reingelassen hast und so. Ist üblich hier in London. Bin ich hier nur mit den Gepflogenheiten englischer Höflichkeit vertraut machen. Jetzt sprechen wir trotzdem nochmal mit ihm. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. So, wie geht's ihm? Er hat Bronchitis. So, heimer sie erstmal. Do you need some help, Mr. Petrescu? I am very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Wir geben sie dir trotzdem. Well, I think you do. Take this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor. It must be my lucky day. Ja, hier müssen wir ihn zu allem befragen. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family? Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man, for sure, but a very poor writer. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Okay. Ja, aber Camellia ist auch natürlich so ein Faktor X. Wir wissen gar nichts über sie. Er weiß auch nichts über sie. Er hat nur ein Bild über sie. Mich wundert, dass ich hier noch weiter fragen könnte. So, deswegen überspringe ich das nochmal, um einfach sicher zu gehen. Okay. Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes, his manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. So. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. I still see a dark future ahead for my people. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose.
Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. Goodbye, Mr. Petrescu. Okay, viel haben wir nicht von ihm erfahren. Indirekt vielleicht noch eben, dass Camellia weiterhin sehr geheimnisvoll ist. Und wer weiß, was sie im Schilde führt. Sie scheint auch einfach so aufgetaucht zu sein und ihre Hilfe angeboten zu haben, was ja auch schon schräg ist. So, Sandolf in der Apotheke finden. Erstmal mache ich das Ding hier auf. Und checken mal die Karte. Dorothy Cranes Apotheke. Jo, dann geht es äußerst schlecht. Wir plündern erstmal, was zu plündern geht. Da oben ist sie. Ja, Notizen, Zettel, Briefe, das suchen wir. Brief an Schwester Dorothy, London, 31. Oktober. Meine liebe Dorothea, wenn du diesen Brief liest, werde ich schon auf einem Schiff sein, das Anton und mich zurück nach Brasov bringt. England war nichts für uns und ich muss gestehen, dass ich kaum erwarten kann, die stolzen Hügel Transsilvaniens wiederzusehen. Sobald wir zurück sind, verspreche ich, eine Kerze für dich in der Schwarzen Kirche anzuzünden und zu beten, dass du diese schreckliche Epidemie überlebst. Ich weiß, dass du diese Entscheidung ablehnst und dich lieber nützlich machst, indem du unseren verbannten Genossen im East End hilfst. Doch Anton kann nicht erwarten, in unser geliebtes Land heimzukehren und die lang ersehnte Revolution erblühen zu sehen. Er ist mein Gatte und ich bleibe an seiner Seite. Ich weiß, wir hatten unsere Streite und Zankereien. Ich weiß, du hättest gern mit mir zusammen deine Klinik betrieben. Nun, da ich England verlasse, sei versichert, dass, wenn dir etwas passieren sollte, wenn du in Gefahr oder Schwierigkeiten gerätst, werde ich jederzeit, mit oder ohne Anton, zurück nach London kommen. Bitte denke von mir so, wie ich von dir denke. Ich bleibe deine dich liebende Schwester Theodora. Okay, das hat sie eigentlich mit ihrer Schwester begonnen. Okay. Und sie kümmert sich jetzt gerade um jemanden da oben. Dem ist es auch nicht so gut. Gucken wir mal, ob wir sie unterstützen können. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Genau, noch etwas, was ich wissen sollte. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel, hand me that scalpel. What can I do, Doctor? Genau, Luftröhrenschnitt. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. Hätten wir ihn vielleicht vorher noch betäuben sollen? We have nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Okay, was schlagen Sie vor? Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do?
I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, doctor. Das ist auch mal was Neues. He's still bleeding, doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, doctor? I can't see. Okay, ich muss die Arterie vernähren. Vernehmen. I must first suture the artery. Find the wound. Ja, das schiebt der Kohldampf. The source of the blood. Needle and thread, doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, doctor. Nein. Epinephrin, 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 Epinephrin ist immer gut. A dose of epinephrine now. Yes, doctor. Die Arztsendungen, die ich nebenher immer mitbekommen habe, da ist immer Epinephrin. Epinephrin, meine Freunde. Komm schon, komm schon. Nein. Wir haben ihn verloren. We've lost the pulse. Ich weiß. He's gone, Doctor. We did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but I'd best take some samples of the blood for analysis. Okay, ich glaube nicht, dass wir ihn hätten retten können. Aber wer weiß. So, checken wir ganz kurz mal die Blutprobe, die wir mal dann bei uns vermutlich dann im Büro untersuchen können. So, Stelle der Frequenz zur Rede. Wir gucken jetzt erstmal noch, was wir uns hier noch mitnehmen können, bevor wir dann mit ihr sprechen. Das Ding ist verschlossen. Noch mehr Schillinge. Wenn wir wieder gehen, werden sie sich wundern, dass sie so arm sind. Und da geht auch noch was. Ja, schade, dass wir nicht am Rennen können. Und in der nächsten Episode, da stellen wir eben Dorothy Crane zur Rede. Und gucken, wohin es uns dann weiter verschlägt. Wir haben auch noch ein paar örtliche Untersuchungen zu erledigen. Das werden wir auch noch angehen. Hier beim Pfarrer Tobias Whittaker haben wir da noch ein bisschen was zu tun. Mit Xiao Shun, das war die Dame, die wir bei der blutigen Krypta gefunden hatten im Friedhof. Und es fehlt noch eine vierte Ebene, bei der wir auch noch nichts haben. Hier haben wir alle erledigt. Erfolgreich. Und hier haben wir gar keine bei den Docks. Und zu den Docks sollte ich vielleicht auch irgendwann nochmal zurückkehren, denn bei den Docks ist es schon so, dass da der Gesundheitszustand ist auch stabil. Wir haben mit vielen Leuten gar nicht gesprochen. Und das ist etwas, das werde ich dann noch nachholen. Und werde vielleicht auch gucken, ob ich da nicht die Leute noch in irgendeiner Art und Weise stabilisieren kann und vielleicht auch interessante Dinge herausfinden kann. Das und andere Geschichten in der nächsten Episode.